Und this meeting is being recorded. Moment. Oh, sorry. Ja. Ja. Meine Frage ist, wie kann man so ein Problem lösen? Also wie gibt es irgendwie andere Alternativen, wo man sich, also auf dem jüdischen Friedhof, oder gibt es sowas? Das ist das eine. Und das andere ist, wie gestaltet man dann eine Beerdigung, einen Trauergottesdienst, also für die Angehörigen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Wie macht man das? Also ja, da Vorschriften, gibt es da Vorschläge? Ich weiß nicht, ob Johanna, ob du da auch noch Fragen hast, aber... Das würde mich auch ganz arg interessieren, ja. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, genau. Ja, genau. Guten Abend, Solveig. Ich habe eine freie Unterricht. Ja. Ich habe beendet das Judith-Thema, Judith-Buch, eine Treue, Buch über die Treue. Jetzt ist die Frage über die Beerdigung und wie geht das mit den Noach, ja, und Angehörige, die sind christlich begraben. Erstens muss man sagen, dass dieses Thema und Sorge über zukünftige Beerdigung, es ist ganz jüdisch. Das ist sehr, sehr jüdisch, es ist sehr, sehr normal, muss man sagen. Das heißt, wir verstehen dieses Thema, dass Tod, diese Herausforderung mit dem Tod, das haben wir als ganz normales Thema. Eine wichtige, muss man nicht fürchten über dieses Thema, muss man nicht ignorieren dieses Thema und sogar besser vordenken. Ja? Mhm. Und genau wie die König Salomo im Kohelet Ekklesiastbuch sagt, der kluge Mann geht zum Friedhof oder das Haus, das hat verliert. Ja? Die Dumme geht nach Restaurants und Bars und trinkt. Ja? Aber das ist die dumme Mensch. Also, smarte, kluge Menschen beschäftigen mit diesem Thema ganz, ganz vorbei. Ja? Und das ist richtig. Natürlich, dieses Thema, ja, erweckt viel, viel Fürcht, muss man sagen, ja. Aber muss man doch doch ablehnen, dieses Gefühl, weil es ist unsere Angst vom Ungewissen. Okay? Aber alles, was wir wissen, das beruhigt uns, ja. Zum Beispiel jemand im jüdischen Gemeinde ist es ganz normale Tat, einen Platz reservieren. Für sie, für die Frau, für die Familie. Überhaupt dieses Thema Familiengrabstein, Familiensklepp, sagt man so? Familiengrab, sagt man. Ja, Familiengrab. Es ist ganz, ganz jüdisch. Es ist eine halachische Definition sogar. Ja, also wir lesen das im Heiligen Schrift, und okay, die Könige haben Königreiche, ja, Plätze sozusagen, aber doch auch die Familien, ja, sie haben familiäre Grabsteine. Genau diese Judith, ja, sie wurde beigelegt, ja, im Familienplatz, wo liegt ihr Mann, ja. So steht in dem Buch. Also, das ist wichtig, das ist gut und gibt es viele Vorschriften, muss man sagen. Das ist die Ende vom zweiten Tafel Shulchan Aruch. Und über dieses Thema Rabbinerin muss unbedingt befragt und überprüft sein. Das ist wichtig. Rabbi Ovadia Yosef, verstorbene selige Andenken, der Gerechte, als er war vor Hauptrabbiner Israels, er war die Hauptrabbiner Tel Aviv-Stadt. Und er war schon dann berühmter Rabbiner, hat schon dann seine große Responsa Rabbi Omer geschrieben. Und er erzählt echte Geschichte, das kann ich auch bestätigen als Gemeinderabbiner in Deutschland, dass auf seinem ersten Tag seine Amt in Tel Aviv, Rabbinat, als Hauptrabbiner, Sephardische, okay, er hat
10 Telefonaten mit Fragen bekommen von den Leuten. Die 9 wurden mit Tod, Beerdigung, Kaddisch und solche Themen beschäftigt. Das ist die Proportionen, ja. Also er war berühmter Rabbiner, du kannst ihm alles befragen und doch 90% der Leute, sie fragen, wie sagt man und wie macht man und so weiter und so. Also, erstens, das muss man sagen, bei diesen nochidischen Gemeinden in Transkarpatien, sie haben auch besorgt über dieses Thema und hatten eigene Friedhof gemacht. Wirklich. Ich habe dort schon Beerdigung durchgeführt. Also das ist die Beste. Aber natürlich in unserer deutschen Realität ist es ein bisschen schwierig. Ja? Weil wir sind, jeder lebt im anderen Platz und so weiter und so fort. Wir sind doch eine gläubige, ideologische Gemeinde, aber wir halten uns nicht zusammen physisch. Ja, wir sind weit fern. Ich muss sagen, von meiner rabbinischen Erfahrung in Rheinland-Pfalz, dass nicht jüdisch, ich sage jetzt rein deutsch-bürgerlich, gesetzlich zu sagen. Ja? In Deutschland kann man beantragen und bekommen ein besonderes Grundstück für sich und, sagen wir, seine Verein. So ist Gesetz definiert. Theoretisch zu sagen, die Schachverein, ja, kann beantragen und bekommen ein Teil im allgemeinen Stadtfriedhof, gewinnt nur zu diesem Verein. Und ich kenne einige jüdische Gemeinden, das heißt unoffizielle Gemeinden, nicht gekannte Gemeinden, zum Guten und zum Bösen, das kann passieren. Auch Streetgemeinden, gespaltene Gemeinden, sie kennen unsere Realität, ja? Die Leute spalten sich und sagen, wir wollen nicht von dieser Gemeinde hören, wir sind anderes Gemeinde, ja? Kennen Sie diese berühmte Witz über die Juden, die hat Sturm überlebt und hat auf einsamen Inseln zwei Synagogen gebaut, ja? Wozu brauchst du zwei Synagogen? Das ist erst die meine Synagoge. Die zweite, meine Hand, mein Fuß nicht antritt. Ja? Diese Synagoge. Das ist ganz jüdisch. Ja? Also meine Synagoge und eine gemeine Synagoge. Ja? Also es gibt viele solche Leute mit solchen Stellungen zu Recht und unzurecht in unseren Städten und Gemeinden. Die spalten sich. Und dann sie können und einige organisieren solche Anteile im Friedhof, also im Speyer, ich sage schon direkt, ich war damals Rabbiner im Speyer, es wurde eine Gruppe, die hat dann gespaltet sich und hat den Ertrag und bekommt, nicht so weit fern von jüdischem Friedhof, eine eigene Friedhofsteil. Okay, jetzt ich bin weder noch nicht halachisch jüdisch gläubig, noch im Feld von deutschem Gesetz. Muss man klar verstehen und ganz wahrnehmen, was passiert danach. Das heißt 20, 50 Jahre nach dem Begraben. Also Sie wissen, beim Juden gibt es eine, und das ist eine halachische Definition, eine Todesruhe, Respekt zum Ruhe der Toten. Ja? Das ist ein halachischer Begriff. Das heißt, der Begriff verpflichtet uns, etwa tun, etwa nicht tun. Ja? Solche Begriffe gibt es nicht im Christentum und Islam, allgemein, muss man wissen. Das ist der Grund, warum generell du befindest nicht so viele alte Grabsteine in Deutschland oder in islamischen Ländern.
Weil für die Leute ist es nicht so wichtig. Egal, gut oder böse, wir sind keine Richter jetzt. Einfach die Fakten. Ja? Mhm. Also, und im Gegenteil, beim Juden befindet es einfach, die Grabsteine, was 500 Jahre, 1000 Jahre, ja? Also die, natürlich die älteste Grabsteine in Deutschland, die sind jüdisch, jüdische Grabsteine. Wissen Sie wo? Ich war dort, Rabbiner, in Mainz im Worms. Okay? Worms jüdische Gemeinde und Mainz jüdische Gemeinde. Also wir reden über die rund 900 Jahre alt oder sogar 1000 Jahre alt. Ja? Also dort in Mainz, das ist die Grabstein vom berühmten Rabbiner Gershom, der hat die zweite Ehe hat verbietet, ja? Das haben sie geführt, ja? Mhm. Also dort ist sein Grabstein. Tatsächlich können wir nicht genau anzeigen mit Finger, wo ist genau dieser Grabstein. Aber die Steine doch existieren. Es war einfach eine Flut und alle Steine wurden vermischt. Aber wir wissen, in diesen Grenzen, dort liegt er. Ja? Mhm. Im Worms, es ist die berühmte gefangene Rabbiner, die wurde gefasst und gestorben im Gefängnis. Und auch seine Leichtung wurde nicht abgegeben zum Juden 8 Jahre danach. Ja? Also das findest du einfach, solche alte Grabsteine, weil für Juden ist es wichtig. Im Prinzipiell, ich hatte mal eine Geschichte in Mainz, das wurde auch eine alte Grabsteine entdeckt, ganz, ganz neben von Hauptbahnhof, mit der Stadt. Und wir wussten nicht, ist es jüdisch, nicht jüdisch. Am Ende wurde beschlossen, dass es doch jüdisch ist. Und es sollte dort ein Bauplatz sein, ja, ganz, ganz zentrale Lage. Also am Ende wurde beschlossen mit dem Staat, wegen die jüdischen Grabsteine, es wird nicht evakuiert. Ja? Das heißt, diese Grabsteine. Und das ist der prinzipielle Punkt. Ja? Das heißt, die Leute dort haben vorgezahlt und angekauft die Wohnungen. Die Stadt hat bedeckt alles. Ja? Alle Rückzahlungen, wir reden über die gute 10 Millionen Euro. Ja? Muss man verstehen. Das war nicht eine Gebäude. Also, ich habe gefragt, die archäologische Abteilung dort in Mainz, wie kann man befindet jüdische, weiß nicht was, Knochen, grob zu sagen. Warum haben sie uns telefoniert zu Mainz? Sagt er mir, dass nach deutschem Gesetz auf jede relativ tiefe Einbau soll jemand von einer archäologischen Behörde anwesend sein. Ja? Einfach schauen, dass dort gibt es keine menschlichen Grabsteine. Normalerweise die sind Studenten von archäologischen, ja, Fakultäten. Und dann frage ich weiter, was passiert dann? Dann sagt er, wenn, falls, wir finden, weiß nicht was, Knochen. Was machen wir dann? Abhängig, ob es ist alt oder neu, wenn es ist relativ alt, dann ist gar nichts zu tun. Wir rausschmeißen es. Gut, sage ich zynisch. Und wie weiß man in unserem Fall, dass die sind jüdische Knochen? Sagt er mir, es ist immer im Fall die jüdische Grabsteine ist etwa geschrieben auf eine fremde Sprache. So hat er definiert. Na klar, kann man nicht Hebräisch lesen? Eine fremde Sprache. Also eine und einzige fremde Sprache in Deutschland was immer Hebräisch. Also kein Arabisch, kein Russisch, Kyrillisch und so weiter. Also und dann sagt er, nun, was machen Sie dann? Dann stoppen wir und rufen, telefonieren ins jüdische Gemeinde. Das ist wirklich was, das passiert. Ja, also
was will ich sagen, wenn wir, wir uns als Juden immer probieren, alle Dinge in Proportionen schauen. Das heißt nicht nur gleich und jetzt, sondern morgen und morgen, Sie kennen, das ist ein metaphorisches Wort vom Torah und Heilige Geschichte, morgens ist ein ganz Kunst, plus 100.000 Jahre. Alles ist allgemeine Morgen. Und dann, was? Die Grabstein wird evakuiert. Also in unserer Realität heute die nicht-jüdische Friedhof, als er erfüllt, beschlossen ist, dann abhängig von Land und Stadt 25 Jahre, 30, 50 Jahre und dann es wird evakuiert. Weil es schon definitiv nicht Ende dem Staat. Und was passiert dann? Dann dem Staat, die Friedhofsamt, schickt die Briefe an die Familien. Bitte kommen Sie und nehmen Sie. Das ist geblieben. Und ich frage, und was ist passiert? Die Leute im Urlaub, kein Telefon, Adresse, die Leute haben gegangen von diesem Staat. Dann gar nichts. Ja? Also, es ist unangenehm, aber muss man das verstehen, was ist passiert. Also in diesem Sinn, die einige und einzelne Friedhöfe, die definieren sind im Gesetz, im deutschen Gesetz, als ewige Friedhöfe, sind jüdische Friedhöfe. Also das ist die Situation. Prinzipiell im jüdischen Friedhof kann, okay, nicht am Jeder, aber doch, kann man auch als Nicht-Jude begraben sich. Zum Beispiel bei mir in Baden-Baden, ich habe solche Abteil gefunden. Er war noch vor dem Krieg, im Zweiten Weltkrieg, angetan. Und warum habe ich das nicht? Ich wusste nicht und nicht dann gefunden von Anfang, weil es ist bedeckt. Es ist halbweil. Es wurde eine Mauer von Büschen und Bäumen. Und das ist die richtige Definition. Verstehen Sie? Also es ist ein Friedhof, aber zwei verschiedene Teile. Also heute bei uns, wir machen fast immer im jüdischen Friedhof eine nicht-jüdische Abteilung. Also die Partnere, Mann, Frau, ja, und so weiter und so fort. Ein bisschen schwierige Situationen wie Selbstmord und so weiter. Also das geht an diese Abteilung. Also, und das ist eine Lösung für Misch-Ehe sozusagen. Wenn jemand ist jüdisch und zweiter Partner ist nicht jüdisch. In die Klammern, es kann sein, katholisch-evangelisch auch, also das ist eine Lösung in meinem Kopf. Die gilt nicht nur unbedingt über die Juden. Also die erste Möglichkeit, dass ich kann für euch vorzuschlagen, das beschlossen etwa mit einer jüdischen Gemeinde, ja, wenn jemand will. Eine ewige Grabstein und so weiter. Das heißt, reserviert man tatsächlich, bezahlt gewisse Geld an Zahlung. Das ist noch besser, weil das Geld, die Bezahlung ist verpflichtet. Also das ist wirklich ein guter Weg, etwa garantieren, bezahlen. Ich sage nicht alles, nicht 100%, aber doch, wie gesagt, an Zahlung. Und dann notieren Sie das unbedingt, muss, im staatlichen Friedhof. Nicht nur in die Gemeinde, weil in unseren jüdischen Gemeinden, ich sage direkt, es ist jüdisch, viel kalt. Die Leute kommen und gehen, wechseln, emigrieren, geboren, verstorben. Das ist verständlich. Ja? Also manchmal Leute befinden nicht. Die klassische Frage, die existiert im jüdischen Responsa, was passiert, wenn jemand hat reserviert einen Platz und trotzdem zum Fehler und zum großen tut weh, jemand anderer wurde beigelegt.
was macht man da? Ja? Das heißt, es ist eine realistische Frage, das kann passieren, das ist passiert und nicht einmal. Auch passiert in meiner Gemeinde, in meinem Chaos. Okay, also ich dann sollte eine Lösung befinden. Das heißt, wir rausnehmen nicht, ja, jemand, auch von fremden Grabstellen. Also, und dann, wir können uns trauen und vertrauen, die allgemeine Friedhofsamt, die doch funktionieren gut. Und dann diese Reservation wird behalten und Bestand zur richtigen Zeit. Okay? Also das ist eine Lösung, das kann ich vorzuschlagen. Ja, dass jemand, der ist ideologisch Gläubiger, benoach, ich kann jetzt erschreiben, wenn jemand will, bestätigen schriftlich, alles in Ordnung, der vorzeitig beschließt solche, ja, Lösung in eine freundliche Gemeinde. Ja? Wenn jemand hat mehrere Gemeinden, das ist noch besser. Zum Beispiel die Leute, ich bin jetzt nicht so weit fern von Berlin, in Große Berlin, also gibt es mehrere Gemeinden, die Leute manchmal gehen nach Potsdam, nicht unbedingt Berlin, ja, aber mit jemandem, der ist freundlich zu solchen Themen. Ja. Manchmal eigene Gemeinde, einige Gemeinden, sie wollen nicht einrichten, diese nicht-jüdische Abteil. Alles. Aber prinzipiell wieder in alle alten Gemeinden, ich sage nämlich, in Karlsruhe, in Bad Baden, die alte Gemeinde, sie wurde vor dem Krieg, ja, das heißt mindestens 19. Jahrhundert, auf jeder Gemeinde gibt es solche Abteil. Das ist Realität. Das Leben ist stärker von uns. Die zweite Lösung, die kann ich bestimmt zum Eva beantworten. Ja, wegen dieser Frage, das gibt es schon einen Grabstein mit Kreuz und so weiter. Ich rede von jüdisch-halachischer Herkunft, nicht von deutschen Gesetz. Halachisch muss man vielmal etwa trennen und zeigen. Und dann ist es genug. Zum Beispiel, wir essen milchig und fleischig nicht zusammen. Was passiert, wenn zufällig jemand isst auf einer Platte milchig und dem Freund auf die Arbeitspause kommt fleischig, ja? Und sie wollen zusammen sitzen, unterschiedlich essen, aber doch ein bisschen zusammen, ja, reden. Also muss man äußerlich anzeigen, dass es geht um nicht gemeinsame Essen, mal. Das heißt Milchfleisch zusammen. Ja? Also muss man etwa anzeigen. Also macht man ein Symbol. Also lässt man etwa auf dem Tisch große Brotstück, ja? Große Messer, große Teller und so weiter und so. Verstehen Sie? Also das ist etwa ungewöhnlich. Die Zeit, klar, es ist nicht zusammen. Beide essen eigene Dinge, milchig, fleischig. Sie sind zusammen, aber nicht zusammen. Und gibt es etwa den Trend? Verstehen Sie die Idee? Mhm. Das gilt genau für Probleme mit verschiedenen Grabsteinen. Nach jüdischem Gesetz, gewisse Trennung ist genug. Das heißt, und vielmal die Mann und Frau von Mischfamilie, sie wollen nicht nur auf einen Friedhof befinden sich, sondern physisch näher. Sie kennen, ja? Ja. Diese Frage. Also nicht 20 oder 100 Meter voneinander,
ganz ein, zwei Meter sozusagen. Und in solchen Fällen, das kommt genau, theoretisch zu sagen, die Frau ist auf nicht jüdischer Abteil, Dusche, ja, eine Reihe Dusche und der Mann. Verstehen Sie? Mhm. Also die Büsche sollen sein, was? Rund ein Meter kann hoch sein. Ein Meter nicht so hoch. Mhm. Aber es ist sehbar. Ja, kann man sehen und verstehen. Also es ist nah. Es ist ganz nah. Ein Meter, vielleicht weniger. Es ist zusammen, du mischst zusammen. Verstehen Sie? Mhm. Also, dass die Eheleute sind zufrieden mit solchen Lösungen, weil sie wollten nicht entfernen, ein, zwei Meter jeder voneinander befinden. Und wir sind zufrieden, dass es ist nicht zusammen halachisch, ja? Mhm. Und deswegen, ich habe von Anfang nicht gefunden, ist nicht jüdische Abteil in Baden-Baden. Ich habe gedacht, das ist das Ende für meine Friedhof, meine Teil, und das nicht. Es war doch auch weiter mein Fall. Nur diese Bücher nach 70, 80 Jahren, sie wurden ganz hoch. Deswegen ja, habe ich es nicht verstanden. Aber solche Ideen, ja, kann man wirklich verwirklichen, aber wieder muss man das nicht als eine Improvisation und in die Mitternacht etwa schaffen, ja? Muss man das klar abreden mit allen, mhm, alle Seiten. Das heißt, okay, wer wir sind in diesem Thema, okay, ich erzähle etwa auch, etwa ehrlich. Wir haben einmal gefunden, dass eine Frau in meiner Gemeinde hat eine Katze begrabt neben sich. Mhm. Das heißt, es geht um die Tochter, die Mutter war schon verstorben, und die Tochter irgendwie die Katze auch beigelegt daneben. Und sogar ein Bildchen, ein Foto aufgestanden. Ja. Wir wussten nichts, was zu tun. Ich habe als Rabbiner zum Friedhof Sam gegangen in diesem Stadt. Und wir sitzen und reden öffentlich. Und die Leiter dort sagt mir, es ist kein Wunder, bei uns ist es auch die gleiche Probleme und die riesige Probleme. Die Leute machen das gewöhnlich und es ist ganz, ganz schwer zu kämpfen mit diesem Phänomen. Ja? Es ist natürlich verboten, nach Friedhofsordnung, allgemeine und die jüdische, ja, ist genau vorgeschrieben, aber doch die Leute das tun. Ja? Also das ist zum Beispiel eine klassische, heutzutage Beispiel, die Leute doch etwa, nicht in die Mitternacht, aber doch in die Dunkelheit sozusagen, ja, etwa tun, das ein bisschen widerspricht dem Friedhofsordnung. Am Ende des Tages könnte man juristisch etwa, ja, gehen nach Gericht, aber ich sagte, wir machen das nicht. Ja, und die gleiche Politik war in diesem Staat. Der Friedhofsamtsleiter sagte, wir auch gehen nicht zum Gericht. Wir können, es wird riesig egal. Und wer sich, was würde ich sagen, was kann man irgendwie in Dunkelheit schaffen mit Hund und Katze? Doch kann man nicht schaffen mit menschlicher Leicht. Das muss man verstehen. Ja? Also nicht auf solche Präzedenten vertrauen und die gleiche. Nein. Aber doch, wir verstehen heute, dass der Mensch hat den Anspruch, gewisse Ansprüche auf
nach seinem Tod. Ja? Er will bezeichnen diese oder andere Friedhof, diese oder andere Beerdigung. Jüdisch, halachisch, ich sage euch direkt, will nicht immer verpflichten, erfüllen solche letzte Wille. Besonders in den Fällen, die sind widersprechend jüdische Gesetze. Ich bringe für euch ein extremale, ganz extreme Beispiel, aber doch, es ist ein echtes Beispiel. Steht in den Büchern und es kommt einmal in 3-5 Jahren. Jemand, der war ganz fremd zum jüdischen Gemeinden. Das ist meine Synagoge, wo meine Fuß antretet nicht. Ja? Also für alle Synagogen, ja? Muss man verstehen, gibt solche Leute auch. Und der hat geschrieben, schriftlich, nicht nur auswendig schriftlich, im letzten Will zu seinem Sohn, sich in Alaska in eine Eishöhle begraben sich. Echte Beispiel, kein Witz. In solche Fälle können wir nicht hören zu dieser letzten Will. Ja, verstehen Sie? Weil was passiert in einer heißen Sonne und die Eis ist nichts mehr und dann was, die Leiche liegt so. Also in die Fälle, die Leute beschreiben, sie wollen sich kremieren und so weiter, die auch haben dem Recht, erfüllen diese letzte Will nicht und so weiter und so fort. Manchmal ist es schwierige Fälle, die Leute wollen sich mit diesen oder anderen Dingen, Sachen begraben sich. Das kann finden eine Lösung, aber prinzipiell ist es schwer, ja? Weil die alle sind gleich und müssen gleich begraben werden, mit die gleichen Kleidung, die tote Kleidung, die weiße Kleidung, ja? Das ist immer auf Hebräisch. Also im Kurz, dieses Thema ist ganz, ganz sensitiv, ja. Aber wenn es geht um unterschiedliche Grabsteine, dann gibt es die Lösung für diese Bücherei oder einfach eine Distanz für Eile, ja, 2 Meter, ja. Das heißt, die Leute, heute ist ein großer Standard, wenn du siehst, alte Friedhof, ist es ganz, ganz eng. Ja, schauen Sie in Prag zum Beispiel, alte Friedhof, ganz eng. Die Leute hatten keine Ärzte. Bei uns heute, jede Begrabung, das ist 1,50 Meter, 1,75 Meter, etwa so. Also 2 Meter ist nicht so weit. Also kann man reservieren, genug Plätze und dann. Also 2 Meter für Eile, ist es die Distanz zwischen Grab, 2 Grabsteine, ist es gut genug, genau wie eine Duscherei. Okay? Also das ist noch eine Lösung und so weiter und so fort. Also es ist möglich. Es ist möglich, zusammen und nicht zusammen liegen. Genau wie isst man zusammen und nicht zusammen. Und wenn jemand denkt über die was 100 Jahre, was passiert, eine große Zukunft, dann, ich würde sagen, probieren Sie etwa mit jüdischem Friedhof, mit jüdischer Gemeinde beschlossen. Weil dieser Friedhof, der geblieben Friedhof, die gleiche Platz auf nach 100 Jahren. Ja? Mhm. Das ist im Kurs. Jetzt weitere Fragen, ich denke, oder? Haben Sie noch Fragen? Ja, das war die eine Frage, danke. Das andere war, wie man so eine, wer einen dann beerdigt, also wie geht das? Ist? Genau, gibt es da... Okay, das ist Folgendes. Prinzipiell, wie gesagt, ich habe schon gemacht, die Beerdigungen von den Noach, auch nicht jüdische Personen. Prinzipiell es ist es nicht so großer Unterschied zwischen jüdischer Beerdigung und nicht-jüdischer Beerdigung.
Das heißt, die Unterschied, es ist nur halachische Punkte wie Kaddisch. Mhm. Ja, Kaddisch ist nichts. Aber muss man verstehen, manche Texte, das wir lesen, sie sind Texte vom Heiligen Schrift. Mhm. Also wir lesen 3. und 12. Kapitel von Ekklesiast. Viele protestantische Pfarrer machen die gleiche. Ja? Kennen Sie diesen Text? Für jede Ding ist richtige Zeit, Zeit zu leben, Zeit zu sterben. Ja? Kennen Sie? Ja. Klar. Das ist die Kapitel 3, ich denke, von Ekklesiast. Ja? Mhm. Also auch viele christliche Leute das vorlesen und das ist wichtig, es ist auch gut. Wir sagen gar nichts, ja, kein Ärger. Also wir lesen viele Psalmen, natürlich mit diesem Thema, ja, nächste Welt, nächstes Leben, ja. Also ich sage euch, als Rabbiner, der hat viele Berührungen in meinem Leben gemacht, ja. Der Unterschied ist nicht so groß. Nicht so groß. Also die zentrale Idee ist gleich. Wir haben Schmerzen, wir haben Trauer, wir haben Leid. Wir müssen verleichtern die Familie, die Verwandten, die Gebliebenen. Ja? Wir sollen dem Respekt abgeben. Ja? Wir sollen die gute Worte über die Verstorbenen aussagen, das ist muss. Ja? Also die Texte sind fast gleich. Ja? Also wenn Sie wollen einfach begriffen, wie geht das, gehen Sie zu meiner normalen jüdischen Würdigung und dann Sie sehen, wie geht das, das war's. Mhm. Fast gleich. Also, aber ohne Kaddisch. Ohne Kaddisch, das war. Also 98% ist identisch. Okay, und das muss dann aber kein Rabbiner sein, das kann dann irgendein Familienangehöriger oder ein Freund sein, der das dann sozusagen moderiert, weil. Ich kann unterrichten jemand, ich habe schon das gemacht. Ich habe Noch im Tschechien, ich habe das gesagt, ja. Ich fahre viel Meilen nach Tschechien. Dort, ich habe in letzter Zeit, im Februar, viele Beschneidungen gemacht. Und dort gibt es eine Untergruppe in die Gruppe. Eine kleine Gruppe, die leben auf tschechisch-polnische Grenze. Dort ist, bei uns ist es Görlitz, wie heißt das, dieses Land? In unserer Stadt ist Görlitz. In Polen und Tschechien gibt es einen Namen. Vergessen jetzt. Egal. Also dort, ich habe unterrichtet jemanden, ein relativ junger Mann, 36 Jahre alt. Er sollte eine Beerdigung sie wurden alle protestantisch rausgegangen, aber doch haben viele Familie, Verwandte, ja. Und er sollte solche Beerdigung tun. Mhm. Und ich habe das per Telefon eine Stunde erklärt, wie macht man, was vorlässt man, stoppt, schweigt, geht. Also es ist machbar, es kann man. Ja. Also natürlich von trockenen rabbinischen Ausblick, jüdische Gesetz, muss man nicht unbedingt Rabbiner sein, zum Beerdigung führen. Wir geben das Respekt, ja, die Rabbiner machen das, sie kommen. Aber zum Beispiel in Israel ist es nicht immer Rabbiner, ja, es ist vielmal Hevra Kaddisha, die anzuständige Leute. Ja. Auch bei uns in jüdischen Gemeinden Deutschlands, manchmal ist es Kantor, ja, auch andere Leute. Ja. Also muss man natürlich kennen, dieses Thema verstehen. Besser ein bisschen Stimme haben, ein bisschen musikalisch sein, aber wieder, es ist unterschiedlich, ja. Natürlich darf man und muss man
beerdigen die Leute und es ist nicht immer unbedingt ein Rabbin. Mhm. Manchmal die Leute beten, oh, kommen Sie, ich bezahle Sie. Es ist nicht das Geldfrage. Ja, viele Leute sagen, ich will einen Rabbin reservieren. Nicht den Platz, ein Mensch. Es passiert, glauben Sie mir. Es passiert. Die Leute wollen einen Mensch reservieren. Schon solche Anfragen. Es ist schwer, weil du weißt nicht, was passiert. Ich sage, ich hoffe noch 20, 40 Jahre für ihre Frau. Ja, also warum verpflichtet sich? Ja? Aber Sie wissen, die Leute sind ungrenzbar. Also, es ist existiert, es ist passiert. Ich besuche die nicht-jüdische Leute im Krankenhäuser, solche Dinge. Also manchmal, wenn jemand stirbt und er gehört zum anderen Glauben, was vermeiden wir? Ja, helfen wir auf letzte Minute? Natürlich nicht. War eine Geschichte in Israel letztes Jahr. Eine staatliche Krankenhaus, eine Frau wurde gestorben und dann ein Mitarbeiter, er war Araber überhaupt, muslimischer Araber, er hat sich als Rabbiner, nicht als tatsächlich ein Rabbiner, er wusste relativ, weil er war in dieser Abteilung, er sagte mit Schma Israel, Araber, islamische Person, echte Geschichte, war im Zeitung, ja. Also das ist die klassische menschliche Punkt, dass alle Muslimen tun, ja. Also es ist egal, wer gehört zum welchen Glauben, wir sind alle Menschen, wir kommen zu dieser Welt, wir sterben von dieser Welt. Also ich habe gemacht die Beerdigung nicht jüdisch Leute, als Rabbiner. Ich wollte nicht, dass zum eine jüdische Beerdigung geworden. Deswegen ich habe vermeiden absichtlich die stärkere jüdische Texte, aber allgemeine Texte, die Psalmen. Ja. Und muss man auch vor der Beerdigung noch was beachten? Und wie sieht es aus mit der Patientenverfügung? Ist sowas ratsam oder nicht? Ich habe nicht 100% begriffen, die Frage bitte wiederholen. Wie das mit Patientenverfügung ist. Ob das ratsam ist oder nicht. Und wie, oder was muss man vor der Beerdigung beachten? Ja. Sie meinen, Sie arbeiten dort? Ja. Wir haben auch einige, noch in meinem Gebiet in Baden-Württemberg. Die zwei Frauen, sie arbeiten als Pflegekraft. Okay. Erstens, wenn sterbende Person ist noch wach und versteht, was ist passiert mit ihm, ich sage, was Talmud sagt. Ja? Talmud sagt, gibt es eine Definition, die halachisch und hebräisch agonisierte, ja? Agonisierende Person. Ja? Das ist, es kann sein, die Körper ist kollapsiert, aber im Kopf und Augen und Hören und Reden kann man und versteht, was ist passiert. Also muss man ehrlich sagen, nach Talmud, dass du stirbst jetzt. Ja? Die Person soll das verstehen. Und dann die letzte Bitten, ja? Etwa Ansagen, ich weiß nicht, Familie, Sohn, Tochter, ja? Etwa, wen hat er? Dann Talmud sagt, itvade, wir sagen wie du am Yom Kippur, eine
Herz öffnen, sozusagen, ja, die alle Geheimnisse entdecken, ja, das heißt, verleichtern seine, wie sagt man, ja, also viele Leute entdecken eigene Sünden, ja, am letzten Stunden ist es auch passiert. Also, wenn die Person versteht das nicht, ob es ist unrealistisch. Dann, nach dem Talmud, sagt man, wiederholt mit mich. Ja? Und dann, du sagst gewisse Gebete vor dem Tod. Gibt es einige Gebete wie Schma Israel? Ja? Mhm. Wie du? Echt zu sagen, sie haben ein Buch auf Deutsch mit guter Übersetzung. Und das genau diese Texte, und du sagst, wiederholt mit mich, wenn es ist möglich. Wenn nicht, wenn Personen schon im Unbewusstsein befinden sich, ja, dann du sagst für ihn laut, ja, diese Gebete, die letzte Gebete. Mhm. Also, diese Gebet, diese Buch heißt, wie heißt das? Zum letzten Stunde, etwa so. Kann man im Rabbinat Frankfurt das bestellen per Post? Wissen Sie? Also das ist ein Buch im Format A5. Kennen Sie A5? Das ist nicht so ein relativ kleines Buch. Nicht A4, halt A5. A5, das kostet 12 Euro. Was? Vom Abschied nehmen, das Buch. Genau. Können Sie bitte schreiben, Sarah? Genau. Ich habe das. Genau, das ist das Buch. Das ist das Buch, genau so. Genau, zum Abschied. Genau. Das ist ein Buch, die Rabbiner Klein, die damals Gemeinde Rabbiner Frankfurt, er hat übersetzt vom Hebräisch ins Deutsch mit deutscher Tradition, deutsch-jüdische Tradition, ich meine jüdische Tradition, okay? Weil gibt es doch ein bisschen Unterschiede. Also, und von diesem Buch, Johanna, Sie können einfach vorlesen oder mitlesen zusammen, ja? Also mit diesem Buch dann, was sagt man genau am letzte Minute, letzte Stunde? Ja, also nach dem Tod, dann muss man, genau, wir machen jetzt auch gesetzlich, muss man die Augen schlossen, den Mund beschlossen, ja, wenn es geht nicht, den Mund, ja, dann Schulchan Aruch, genau, von der Schips, von der Schips nehmen, genau. Rabbiner Klein, ja. Kann man im Frankfurtischen Gemeinde bis heute telefonieren und bestellen. Genauso, danke. Also, wenn Mund ist doch offen, dann kann man mit Binte verbinden und den Mund geschlossen. Weil es ist nicht respektbar, ja. Die Person, Verstorbene, liegt mit offenen Augen und offenem Mund, ja. Also, diese zwei. Normalerweise wieder. Die Augen kann man beschlossen, die Mund manchmal nicht. Also, und dann bedeckt man die ganze Körper mit dem Kopf und natürlich muss man die Gates im Pflegedienst, ja, die Zentrale informieren, Polizei, Friedhofsamt, die alle Macht, alle Regierungsleute. Ja, okay, jetzt, es ist unterschiedlich. Haben Sie gesehen, es war 3 Wochen vor Rabbiner Kanevski verstorben, die große Rabbinerin ist, ja. Wenn Sie haben gesehen, die Bilder zum Beispiel, Ex-Ministerpräsident Miao kommt einen Tag vor, verabschieden sich von ihm. Das waren die Dinge, das machen wir in Deutschland nicht. Aber doch, in Israel macht man zum Beispiel
Wissen Sie, was meine ich? Zum Beispiel, die Leiche liegt auf dem Boden, nicht auf dem Bett. Also bitte machen Sie das nichts. Weil in Deutschland macht das nichts und die Leute denken, das ist eine Verletzung. Ja? Das ist eine, ja, also in verschiedenen Ländern gibt es verschiedene kulturelle Koden. Im europäischen kulturellen Code ist es eine was? Respektlos, jemand auf dem Boden lassen. Ja? Also muss man das verstehen. Auch in Israel, im Krankenhäuser, in Pflegeeinrichtungen, auch macht man nichts. Nur wenn die Verstorbene ist in unserer, nur wenn jemand zu Hause verstorben ist, dann. Das war genau der Fall mit Rabbiner Kanewski. Ja? Wäre er im Krankenhaus verstorben, das war auch, würde er auf dem Bett liegen. Ja? Also zum Beispiel, die Halacha sagt, muss man die Kerzen anzünden, diese dicke Kerzen, ja? 24 Stunden. Und kreuzen dem Körper. Wieder muss man vorsichtig sein, ja, um nicht einen Brand verursachen. Ja, also ein bisschen mit Kopf, ja, ein bisschen mit Gehirn, es ist immer gut. Ja, also es ist schon passiert mehrmals, ja, die Leute wollten letzten Aspekt schaffen, haben gebrannt, verursacht. Besonders dann, 19. Jahrhundert, das war immer die Holzhäuser, nicht wie heute, vom Stein. Ja, also, und dann nach dem Judentum, die größte Respekt, ist es schnell wie möglich, die Beerdigung organisieren und durchführen. Ja? Weil manchmal bei uns passiert eine Woche, zwei Wochen, es ist quasi normal in Deutschland. Nach Judentum ist es überhaupt nicht so gut, nicht so normal. Es ist tut weh für die Verstorbenen. Ja, das heißt, die Körper noch liegt, die Seele ist da und er ist zählisch. Ja. Also deswegen. Wie tut man im Judentum die Hände machen? Wie macht man das, die Hände? Einfach liegt in einer natürlichen Bewegung. Neben die Füße, ja. Muss man nicht öffnen und nicht beschlossen. Ja, absichtlich, ich meine. Wenn jemand hat gestorben mit geschlossenen Fingern, lassen Sie dort. Nicht mit Kraft öffnen oder umgekehrt. Ja? Also lasst man die Körper genau wie es ist. Einfach lassen parallel den Körper die Hände. Das ist. Was noch? Wieder, wir können, ich habe mal in Gießen, meine Ex-Gemeinde, ich habe dieses Thema 2 oder 3 Jahre unterrichten. Und wie gesagt, es war ein großer Erfolg. Viele Leute haben gekommen, sie nur hören, oh, es ist wichtig, es ist interessant. Wäre ich die Torah unterrichten, das war halb der Leute. Aber die Bildung, oh, das ist wichtig. Das ist unsere Leute, das ist klassisch. Ja? Also wir können das lernen. Es ist wieder, es ist in Ordnung. Wenn Sie wollen. Ja. Gut, also noch die Fragen. Also danke, liebe Solveig, auch über das Buch und wie kauft man. Also. Ja, es ist interessant, dass Viktor Goldschmidt, das war Verlag Viktor Goldschmidt, ja, aber Zentralrat in Berlin, ja, er verteilt dieses Buch, genau. Bezahlt man Überweisung nach Zentralrat, genau. Das ist ja. Die Buch ist unseres, deutsches Buch, nicht Schweizer. Ich kenne Rabbi Klein, ich kenne den Buch, also das ist unser Buch. Ja, so ist es. Gut, dann ich denke,
dann nächsten Unterricht machen wir über Pesach. Mhm. Und ja, und nach dem Pesach, wenn Sie wollen, bitte, wir kommen ein bisschen tiefer dieses Thema. Ja, interessiert mich sehr. Klassisch jüdisch, ja, alles im Ordnung. Also dann probieren wir dieses Thema nach dem Pesach ein bisschen. Ja. Mhm. Ein bisschen forschen. Gut? Vielen Dank. Ja, danke. Gerne. Also bis nächste Woche. Ja, nächste Woche. Vielen danke. Dank. Ja, danke. Schönen Abend. Hallo.